Hallo Welt! Da sind wir wieder hier in unserem Safe House. Wir würden es ja gar nicht verlassen, aber ständig werden wir irgendwo hingeschickt. Können die das nicht selber machen? Ich denke, das sind die Krähen. Nein, die Raben. Ja, wir sollen das Militärlager, sollen wir überfallen? Wir! Wir sind doch ganz alleine. Da sind so viele. Und wir gehen alleine zum Militärlager. Also mit, da sind so viele, meine ich, da sind so viele Helfer, die uns helfen könnten. Der Doktor macht ja gar nichts. Naja, der forscht irgendwas. Wir sollten öfter hier diesen Scanner benutzen. Können die denn nicht wenigstens mal das Licht einschalten? Hier ist doch Licht. Auf zum Militärlager. Da kamen wir nicht rein. In den Raum da hinten kommen wir da rein jetzt. Denn da ist einer. Ich möchte nicht, dass uns einer in den Rücken fällt hier. Oh, das sind Ratten. Die scannen wir erst gar nicht. Ach, da waren wir schon. Ach, hier sind wir. Nichts ist respawn. Wieso kommen wir hier oben durch? Nein. Ja, ich weiß schon. Das liegt jemand da. Ich hätte lieber den Cricketschläger, muss ich sagen, aber wir wollen uns mal mit dem Baseballschläger hier anfreunden. Können wir nicht durch die Mauer? Du bist rein. Gut. Jetzt schnapp dir, was du tragen kannst und dann zurück ins Safehouse. Das ist mal eine gute Idee. Dafür würde was anderes tun. Entschuldige, dass ich mich einfach in deinen Funk einklinke. Aber die Raben von Sie planen eine Evakuierung über den Tower von London und brauchen jeden Mann. Hilf uns und wir bringen dich raus. Das ist es. Das überfallen wir gerade, das Militärlager? Nein. So viel. Oh, Armbrust-Sachen. Munition, sehr gut. Ja, Schrotpatronen. Das war's dann schon. Na, und wenn wir hier jetzt noch irgendwas Gutes finden. Ah, Feuerkraftaufwertung nochmal. C4. Gutes altes C4. Im Kampf sinnlos. Aber es gibt nichts Besseres, um sich den Weg frei zu schaufeln. Ja, dann haben wir alles hier. Also ich dachte jetzt Militärlager, da geht's richtig zur Sache. Das ist so ein kleiner Raum, das ist ja eine Abstellkammer. Karabiner-Munition brauchen wir gar nicht. Wir haben den Karabiner leider weggeworfen. Vielleicht finden wir ja nochmal einen. Ja, da haben wir zu viel mitgenommen für den Weg. Können wir nichts wegwerfen? Nachladen irgendetwas? Die Armbrust vielleicht? Nachladen? Das ist dick. Eine Armbrust kann doch immer nur einen Schuss. Ja. Naja, sei es drum. Das sind ja nur Leuchtraketen und diese Karabinermunition, die hier drin ist. Mhm. Ab zum Safe House hat er gesagt, jo, das ist eine super Idee, das mag ich. Ich mag ihn mittlerweile. Obwohl uns das Zeichen unten etwas anderes sagt. Ja, aber erstmal die Sachen wegbringen. C4, ich weiß schon. Ich weiß schon, wohin damit. Ja, es ist ein bisschen hin und her gerenne, aber sicher ist sicher. Was man hat, das hat man. Das braucht man dann nicht mehr zu suchen.
Ich sag ja immer gerne, besser man hat es und braucht es nicht, als dass man es braucht und man hat es nicht. Achte auf die Karte. Nichts ist wirklich tot, bis du in dem Kopf weggeblasen hast, kapiert? 9 Plätze frei, das ist gut. Ja, brauchen wir so viel Erste-Hilfe-Kästen und Munition. Ja, das ist ganz gut. Den Baseballschläger, da bin ich mir schon wieder gar nicht so sicher. Ich hätte lieber den Cricketschläger, da fühle ich mich irgendwie wohler mit. Ansonsten, ja, was, da haben wir jetzt aber nicht so viel aufgesammelt, finde ich. Nicht so viel, wie ich dachte. Eins von diesen Teilen, das müssen wir unbedingt noch ausprobieren mal. Und die Schokolade, naja. Es ist ein bisschen schwierig geworden. Oh, wir sollten so einen Molotow-Cocktail mitnehmen. Ach, das geht auch ohne, wir schaffen das schon. Ja, da können wir nichts verbessern. Dann ruhen wir uns noch ganz kurz aus und dann geht es weiter. Also, weiter. Können wir nicht... Moment. Können wir nicht am Computer irgendwie noch was erfahren hier? Nein. Hier müssen wir hin, also zur Brick Lane, zu den Wohnungen. Ja, vielleicht können wir hier irgendwo rüberklettern. Versuchen wir das mal. Ein bisschen verwirrt bin ich. Wir haben gar kein Ziel vor Augen. Sind wir doch falsch hier? So etwas wie ein Ziel gibt es nicht. Regal leer steht. Ah, da geht schon los. Pistolenmunition, das ist aber doch nicht schlecht. Ach, hier brauchen wir C4. Vielleicht ist das eine ganz gute Idee. Ach, richtig. Gut, dass der da so rumpoltert. Na, wird er hier reinkommen? Infizierter Koffer. Da läuft sogar einer. Na gut.
So schnell kommt er hier nicht rein. Kommt er? Gut, das ging mal schnell. Ah. Ja, die sind ganz nützlich, diese Molotow-Cocktails. Die Kamera ist aus. Wir haben hier wahrscheinlich irgendetwas übersehen oder müssen es noch finden? Die Bretter machen mich auch ein bisschen nervös. Sollen wir das hier nachher verbarrikadieren? Wir nehmen die lieber mal, falls wir es doch schnell verbarrikadieren müssen. Einer reicht, immer nur einer bitte. Na gut, der ist schon auf dem Boden, also wir lassen ihn mal rein. Nein, nein, raus hier, raus hier, raus hier. Nein, 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 nein. Ich sag doch nein. Du bist drin. Wir haben dich. Du bist ein unserer Gewalt. Immer vorsichtig sein mit dem Plündern. Es könnte was drin sein. Aha, ich verstehe. Ja, C4. Aufsprengen hier. Ich wollte das eigentlich woanders anwenden. Vielleicht brauchen wir das auch wirklich woanders und... Naja, da kommt man einen Schritt weiter dann. Das ist doch auch schon mal was. Bretter da oben. Infizierte. Der hat aber eine Schussfrequenzaufwertung. Wie viel C4 haben wir vielleicht endlos? C4, wir lassen jetzt mal hier mutig die Tür geöffnet. Bringen das C4 hier an. Und schauen mal, wie es da weitergeht. Ach. Ach, da ist so ein Leuchtender wieder. Moment, Moment. Der sitzt auf dem WC und leuchtet. Dann machen wir das diesmal mit Feuer. Na, das wird auch nicht so viel bringen. So eine Sprengmine würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Noch nicht zu nah dran. Vielleicht ist der ja schon tot. Ist der jetzt? War das das? Nein, nein, da ist noch einer. Ja, ja, aber mit ihm war es das wohl. Bumm. Oh, das war... Die Sprengmine gefällt mir. Aber man muss ganz schön in Deckung gehen dabei. Oh, das ist gut. Oh nein, die Taschenlampe schon wieder. Da müssen wir erstmal warten. Oh, jetzt könnten wir die Leuchtrakete sogar nehmen. Das machen wir auch, solange wie die Taschenlampe jetzt auflädt. Mal sehen. Zum Werfen hatten wir doch etwas hier, dieses Molotow-Cocktail. Das legen wir uns mal auf 3. Sollen wir nicht doch lieber den Cricket-Schläger nehmen? Ich glaube, wir kamen besser damit klar. Halb aufgeladen ist die Taschenlampe schon wieder. Das ist keine Ratte, die da rumläuft, das glaube ich nicht. Was wir da auf dem Radar sehen, das ist ein Infizierter, da bin ich mir fast sicher schon. Bretter.
Pistolenmunition ist gut. Das soll reichen mit der Taschenlampe. Ach. Dafür haben wir unser C4 verbraucht. Inventar ist voll. Das ist doch jetzt nicht. Ist das wirklich wahr? Ja, das scheint wohl so. Die Waffe ist geladen. Die andere auch. Ach so, sollen wir hier nicht mal lieber zumachen? Da, zum Safehouse sonst. Sind sie da nachher alle. Ja, diese ausgeschalteten Kameras, das finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Zwei Infizierte sind da oben noch. Also ich meine, wir müssten hier noch irgendwie so einen Kameraverteilungskasten finden. Und hier oben ist auch noch irgendetwas. Molotow-Cocktail hat er dabei, der eine wenigstens. Da kommt schon einer. Ach nö. Sag bloß, du kommst da jetzt nicht vorbei. Wir müssen zu dir kommen, oder? Geht's dir nicht gut? Wir kommen selber auch nicht hier dran vorbei. Runterspringen, darüber. Und dann fällt er schon runter wahrscheinlich. Da möchte ich durch. Durch dieses Loch da. Warum? Dann sind wir wieder in den Gebäuden. Ich glaube, wir sind hier total am falschen Platz. Was sollen wir denn da jetzt machen mit dem Infizierten? Wir müssen ja hier runter, oder? Hier rauf können wir nicht. Auf den Kopf. Oh, die hat einen harten Kopf. Oh, da fliegt sie. Ja, wenn sie so fliegt, dann wäre der Kopf aber schon aufgelöst. Nur wenn die Musik aufhört. Wir haben unseren Cricket-Schläger jetzt zufälligerweise wieder. Warum ist der Baseball-Schläger kaputt? Nein, der ist immer noch da. Aber irgendwas läuft hier schief. Habe ich so den Eindruck. Erstmal sind wir an einem total falschen Platz. Und dann glaube ich, wir müssten hier noch irgendetwas für die Kamera finden. Ach, da. Da werden sie rauskrabbeln nachher, das weiß ich jetzt schon. Wo ist das Molotow-Cocktail? Einer hatte doch einen Molotow-Cocktail dabei. Das bringt dir gar nichts, was wir machen. Ja, wir müssen wieder zurück. Das bringt nichts. Was?
Das waren wahrscheinlich wieder Ratten oder Vögel oder so etwas. Nicht zu holen hier. Zurück zum Safehouse, da geht's uns erstmal gut. Ah ja, hier geht's zu den Wohnungen, aber wir haben immer noch nichts auf dem Radar, also kein Ziel vor Augen. Ja, was soll man tun? Irgendwie... Ja, da ist das Ziel, aber wie sollen wir da hin? Vielleicht vom Brick Lane Markt? Also ich bin dafür, dass wir zum Ende der Folge doch nochmal zum Safehouse reisen. Aufruf zur Flucht. Erreiche den Tower of London. Ja, das wäre nett. Ja, und dass wir zum Safehouse also gehen und dass wir hier dann... Bleib auf Abstand. Sie können normale Menschen riechen. Und ich vermute, wir duften nach einem guten, rohen Steak für Sie. Ein bisschen was ablegen hier. Ja, dann war's das. Mehr können wir gar nicht machen. Dafür haben wir aber noch eine Waffenverbesserung bekommen. Mit der wir nichts anfangen können im Moment. Puh, ja, dann darf ich mich bedanken an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Etwas verfrüht diesmal. In der nächsten Folge machen wir es richtig. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.